Ich will alle ganz herzlich grüßen. Lisa, du bist den Weg gleich müssen. Und uns kurz vorstellen. Wir sind Christen, wie man erkennen kann vielleicht. Und wir sind mit einer Mission hergekommen. Und zwar lautet die Mission, dass wir das Evangelium teilen wollen. Es ist nämlich so, dass die Bibel sagt, dass wir Menschen Sünder sind, dass wir allesamt verloren sind. Nun, vielleicht mag der eine oder andere sagen, ich bin kein Sünder. Ich zahle meine Steuer. Ich bemühe mich immer, ein guter Mensch zu sein. Und du erkennst einfach nicht, dass du ein Sünder bist. Woran kann das liegen? Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir Menschen alle irgendwo unseren eigenen Maßstab haben. Es gibt, wenn wir zum Beispiel den Meter nehmen, ja, dort gibt es ein Maß, woran man immer wieder feststellen kann, was genau ein Meter ist, damit diese Maßeinheiten immer und überall gleich bleiben, damit, wenn wir von einem Meter sprechen, ob jetzt in Deutschland, in Amerika oder sonst wo, dass der Meter immer ein Meter bleibt. Wir können uns ja vorstellen, was für ein Chaos es herrschen würde auf Baustellen, wenn wir alle unseren eigenen Maßstab hätten. Da würde kein Haus so gerade erbaut werden können, wie wir sie hier stehen sehen. Nun, die Bibel, sie hat auch einen Maßstab. Und diesen Maßstab, den legt sie an uns alle an. Es ist egal, wann du geboren wurdest, es ist egal, wo du geboren wurdest. Dein Status interessiert auch nicht, ob du Präsident bist von Amerika oder ob du obdachlos bist. Das interessiert nicht, weil vor dem Maßstab Gottes sind alle Menschen gleich. Und die Bibel sagt, sie gibt den Maßstab Gottes bekannt. Ich denke, wir alle, wir kennen die 10 Gebote, ja? Es heißt zum Beispiel, du sollst im ersten Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und damit ist nicht unbedingt gemeint, dass wir jetzt neben Gott einen anderen Gott anbeten. Sondern das geht viel tiefer. Die Bibel spricht zum Beispiel auch davon, dass für manche Menschen der Bauch ihr Gott ist oder das Geld. Das heißt, wenn ich mich an irgendetwas anderes hänge als Gott, wenn ich meine Sicherheit von irgendetwas anderem oder jemand anderem abhängig mache als von Gott, dann sagt die Bibel, dann ist das dein Gott, dann machst du das zu deinem Gott. Und das sollen wir nicht. Das ist in Gottes Augen ist das Sünde. Warum? Weil Gott weiß, dass diese Sicherheiten, die wir Menschen uns einrichten, dass sie allesamt trügerisch sind. Und es sind keine Sicherheiten. Gott möchte aber, dass wir dort Sicherheit suchen, wo es auch tatsächlich Sicherheit gibt. Und seien wir ehrlich, das klingt doch eigentlich ganz vernünftig, oder? Das zweite Gebot, du sollst kein Götzenbild machen. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Das kennen wir, oder? Mein Gott, du schon wieder, zum Beispiel, ne? Das ist den Namen Gottes zum Eitlen aussprechen. Das ist Sünde. Gehen wir weiter. Das vierte Gebot. Gedenke des Sabbatstags. Gut, das war für das Volk Israel gegeben. Das ist für uns nicht mehr maßgebend. Darum fahren wir fort. Das fünfte Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass es dir wohl geht. Schauen wir mal auf unsere Gesellschaft, auf unsere Jugend, auf die Teenager. Welch eine Respektlosigkeit herrscht zwischen ihnen und ihren Eltern oder auch einfach zwischen der jungen Generation zu der großen Generation, zu der alten Generation. Der Anstand, der Respekt, dieses Tugendhafte, was unsere Großväter und unsere Väter noch kannten, was die Gesellschaft zu ihrer Zeit noch zum großen Teil geprägt hat, das geht heute verloren. Das ist Sünde. Das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Kann mal jemand aufzeigen, wer von uns hat schon einen Menschen getötet? Ich glaube, wir haben niemanden da, oder? Jesus sagt im Neuen Testament, wenn du einen Menschen hast,
dann hast du ihn getötet. Das bedeutet, Hass, ja, diese starke Emotion, die stellt Gott gleich mit Mord. Also bist du schuldig, der du schon mal gehasst hast an diesem Gebot. Du sollst nicht Ehe brechen. Nun, viele Menschen von uns, da bin ich mir sicher, haben den Ehebruch noch nie vollzogen. Ich darf mich dazu zählen und viele andere auch. Und auch wiederum sagt der Herr Jesus, wenn man eine Frau begehrlich anschaut und man schaut sie begehrlich hinterher, obwohl man selbst verheiratet hat, dann sagt der Herr Jesus, dann hast du mit dieser Frau die Ehe bereits gebrochen. Gehen wir weiter. Du sollst nicht stehlen. Hast du schon einmal in deinem Leben gestohlen? Hast du schon mal einen Bleistift oder irgendwas anderes mitgehen lassen, was nicht dir gehört? Hast du während der Arbeitszeit, die dein Chef dir bezahlt, irgendetwas getan, was nicht im Arbeitsvertrag steht? Ich bin schuldig geworden in diesem und in vielen anderen auch. Wir alle, denke ich, die allermeisten auf jeden Fall, werden gegen dieses Gebot verstoßen haben. Das 9. Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis geben wider deinen Nächsten. Das heißt einfach, du sollst nicht lügen. Du sollst nicht lästern. Wer von uns kann sich davon freisprechen? Das 10. Gebot, du sollst nicht begehren, was deinem Nächsten gehört. Weder sein Haus, seine Frau, noch sein Knecht, sein Vieh oder irgendwas, das ihm gehört. Wie viele Morde und furchtbare Schicksale sind entstanden, sind hervorgekommen, weil wir neiden. Das heißt, allein anhand dieser 10 Gebote kann man feststellen, dass der Maßstab Gottes, den Gott ansetzt und mit dem er uns misst, da kommen wir nicht hin. Der Jesus sagt, ich zitiere in Markus 7, Vers 21 bis 31, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und verunreinigt den Menschen. Da haben wir es. Nicht die Gesellschaft macht dich schlecht, sondern du selbst, du bist schlecht, du bist verdorben. Jetzt mag einer widersprechen, dann gehen wir wieder zurück zu den 10 Geboten. Und wir müssen eingestehen, dass wir schuldig sind an dem. Dann im Römerbrief, dort kommt die nächste Katastrophe. Apostel Paulus schreibt damals an die Gemeinde an Rom und er zitiert jetzt hier 7 Stellen aus dem Alten Testament. Und er sagt, wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Ihren Zungen handeln sie trügerisch. Schlangengift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Vielleicht sind sie gerade empört. Wie kann der sowas sagen? Der spinnt doch, der ist doch bescheuert. Schauen wir uns um. Lesen wir die Zeitung. Sehen wir die Nachrichten. Das ist eine realistische Beschreibung unserer Gesellschaft. Wenn jemand das leugnet, der muss doch mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren durch unsere Welt gehen, oder nicht? Es werden jedes Jahr Millionen Kinder abgetrieben. Das ist Mord. Dann die Kriege, die Revolutionen, dann die Familienfäden, die es gibt. Unsere Welt hat eine Blutspur hinterlassen. Von ersten Tagen an. Gehen wir weiter. Das bedeutet, im biblischen Sinn sind wir alle schuldig. Wir verdienen
den Zorn Gottes. Und es gibt keinen drinnen. Wir haben eben gelesen im Römerbrief, da ist keiner, der nicht Gutes tue, der Gutes tue, da ist auch nicht einer. Damit bist du gemeint, damit bin ich gemeint, damit sind wir alle gemeint. Von 100 sind es 100. Dieses Urteil Gottes ist universell. Die Sünde macht sie alle gleich. Es spielt keine Rolle, woher du kommst und wer du bist. Aber liebe Freunde, ich bin nicht hergekommen, oder wir sind nicht hergekommen, um jetzt hier Schluss zu machen. Die Bibel hat eine gute Botschaft. Die Bibel allein, das Wort Gottes, hat eine Lösung. Gott hat eine Lösung geschaffen. Warum? Warum sollte Gott uns retten wollen? Was kann denn der Grund sein? Haben wir es verdient? Nein, wir haben doch gesehen, dass wir Menschen böse sind. Wir sind eigentlich, im Grunde sind wir nicht liebenswert. Nach dem Maßstab Gottes, ja? Denn dahin müssen wir immer wieder zurückgehen. Wenn ich mich beurteile nach meinem Maßstab, dann habe ich wenig auszusetzen. Gehen wir einmal zurück in die Nazizeit. Katastrophe. Aber damals war es vom Gesetz her in Ordnung, eine ganze Nation, ich spreche von den Juden, zu unterdrücken, zu schikanieren und sie umzubringen. Das war Staatsräson. Warum war das so? Weil das Gesetz es so vorgesehen hatte. Aber in einem anderen Land wäre das natürlich nicht gegangen. So sehen wir, wir Menschen, wir messen alle verschieden, aber unter dem Maßstab Gottes sind wir alle schuldig. Und jetzt lese ich den wohl bekanntesten Bibelvers, den es in der Bibel gibt. Er wird auch oft genannt oder bezeichnet als der goldene Vers. Hören wir mal genau hin. Und jetzt erfahren wir, warum Gott oder was Gott dazu bewogen hat, uns Menschen zu retten. Es heißt, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr, oder man kann auch sagen, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott liebt diese verlorene Mensch. Gott liebt die Menschen, die ihn hassen. Unvorstellbar. Gott liebt die Menschen, die ihn hassen, die sich gegenseitig umbringen, sich bestehlen und nur Chaos in diese Welt verursachen. Für diese Menschen hat Gott was übrig. Er liebt sie. Und zwar, wie sehr liebt er sie? Er liebt sie auf die Weise, dass er seinen Sohn gab in diese Welt. Und wenn wir an ihn glauben werden, dann gibt die Bibel das Versprechen, dann haben wir ewiges Leben. Nun, was genau heißt Glauben? Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, gemeint ist Jesus Christus, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich glaube auch an Gott. Ich glaube auch an Jesus. Ich gehe sogar ab und zu mal in die Kirche. Mein Freund, dieser Glaube wird dich nicht retten. Absolut nicht. Sondern den Glauben, von dem die Bibel spricht, ja, sie schreibt hier denjenigen, den ihn aufnahmen. Und diese Aufnahme, das ist viel mehr als einfach nur, ja, ich glaube, es muss Gott geben, weil irgendwo muss ja alles herkommen. Nein, so nicht. Diese Aufnahme spricht davon, dass wir uns ganz bewusst für Jesus entscheiden und dass wir ganz bewusst sagen, ich bin ein Sünder, ich bin schuldig geworden vor Gott und ich erkenne an, dass nur einer mich zu retten vermag und das ist Jesus Christus. Und wenn ich ihn aufnehme, ja, in meinem Herzen einlade, das heißt, Jesus, ich will jetzt mit dir gehen, du allein sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will mein ganzes Leben nach dir ausrichten.
Das ist Aufnahme. Und nur diesen, denen gibt ihr Gott das Recht, Gottes Kinder zu werden. Freunde, es steht hier nicht all denen, die in ein Kirchenregister eingetragen sind. Es steht hier auch nicht all denen, die mal als Kind getauft wurden. Das steht hier alles nicht. Was hier steht ist, wenn oder wer Jesus aufgenommen hat, denjenigen, den schenkt Gott ewiges Leben. Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, da haben wir es. Wir müssen unsere Sünden erst einmal müssen wir vor uns bekennen. Ja, ich bin ein Sünder. Ja, ich bin schuldig. Und dann müssen wir sie Gott bekennen. Und dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und interessant, hier steht nicht, so ist Gott treu und barmherzig, dass er uns die Sünden vergibt, sondern es heißt, er ist treu und gerecht. Ja, Moment mal, seit wann ist Gott gerecht, wenn er uns Sünden vergibt? Ist Gott denn schuldig, uns die Sünden zu vergeben? Na, natürlich nicht. Wer will denn Gott sagen, was er zu tun hätte? Wir schon gar nicht. Warum also ist Gott gerecht, wenn er Sünden vergibt? Naja, Gott sagt in seinem Wort, wir haben es eben gelesen, wenn wir an Jesus glauben, dann haben wir ein Anrecht, sein Kind zu werden. Das heißt, Gott sagt, wenn du glaubst an mich, dann sage ich dir, dann garantiere ich dir, dass du Heilsgewissheit bekommst, dass du das ewige Leben geschenkt bekommst von Gott. Das ist ein Versprechen. Und Gott hält, was er verspricht. Und deswegen handelt er nur gerecht, wenn er uns, oder dass er uns die Sünden vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Und er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben in uns, dann belügen wir uns selbst. Wir betrügen uns selbst. Und wir werden darum auch scheitern. Die Bibel sagt ganz klar, wer den Sohn Gottes hat, der hat das ewige Leben nicht. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Mein Freund, ich fordere dich auf. Prüfe dich. Frag dich selbst, hast du Jesus? An wem glaubst du? Woran hängst du? Wer oder was ist dein Anker in deinem Leben? Wenn es irgendetwas oder irgendjemand anderes ist als Jesus, dann hast du das Leben nicht. So die Heilige Schrift. Und jetzt kommt noch einmal ganz konzentriert gesagt, was geschieht mit unserer Schuld, wenn wir sie Gott bekennen? Und wir sehen hier, ich habe hier ein Poster hingehangen, welches plastisch darstellen soll, dass wir alle eine Lebensschuld haben. Wir alle sind Sünder. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, dann leugnen wir es nicht. Und jetzt lesen wir, und das kann dir keine andere oder keine Religion verspricht dir so etwas, als einzig und allein der lebendige Gott. Ich lese. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm. Wie hat es ausgewirkt? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Als er ausgetilgt hat, die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, hat er sie aus der Mitte weggenommen, indem er sie an das Kreuz nagelte. Was heißt das? Die Bibel sagt, dass der Mensch, er ist tot in seinen Sünden. Der Mensch hat in sich weil er ein Sünder ist, hat er keine Berechtigung, ewig zu leben. Er hat die Verbindung, ja, die Adam und Eva im Paradiese hatten, die existiert nicht mehr. Der Mensch kommt zur Welt, er wird geboren und David sagte schon, der Prophet David, meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Das heißt,
die Fähigkeit, und ich denke, alle, die wir Kinder haben, wir können das bestätigen. Ich habe 4 Stück zu Hause und man sieht es von klein an, dass das Böse, es steckt schon bereits in diesen kleinen Kindern. Das ist Zank, dort ist Streit unter den Geschwistern, Neid, sie fangen Lügen. Wisst ihr, ich habe meine Kinder nie gesagt, ja, weißt du mal, mein Sohn, wenn du mal was kriegen willst oder was haben willst, was du nicht bekommst, dann musst du einfach mal lügen. Dann klappt das meistens. Das habe ich ihnen nie gesagt. Ich habe ihnen nie beigebracht zu stehlen. Ich habe ihnen nie beigebracht zu lügen. Aber er tut es trotzdem. Woher hat er das? Vorhin haben wir gelesen, das kommt aus uns, aus unserem Innern heraus. Wir sind so. Die Veranlagung zu sündigen, die ist da. Wenn ich sündige, diese Sünde wird natürlich nicht auf mein Kind übertragen. Auch wenn das viele so meinen. Die reden von der Erbsünde und meinen, die Schuld der Eltern, die würde vererbt werden. Das ist Quatsch. Aber die Fähigkeit zu sündigen, sie ist leider tief in uns verankert. Und davon befreit Gott uns, wenn wir an ihn glauben. Er vergibt uns nämlich die ganze Schuld. Nicht 99%. Nein, er vergibt sie ganz. Vollständig. Und wenn Gott vergibt, dann holt er sie nie wieder vor. Die Bibel sagt einmal, ich glaube im Propheten Jeremia sagt er das, dass Gott unsere Sünden an die tiefste Stelle des Meeres wirft und er holt sie nie wieder vor. Das ist natürlich sinnbildlich gemeint. Ja? Also Gott vergibt absolut. Und die Sünde, die uns trennte von ihm, sie ist weg, vollständig. Und es ist so, als hätte sie niemals existiert. Ich komme zum Schluss. Das ist die Rechtfertigung. Nun, was ist Rechtfertigung? Wir alle wissen ja, dass der Präsident in den USA, er hat Vollmacht, einen Menschen zu begnadigen. Was geschieht, wenn der Präsident einen Menschen begnadigt? Es geschieht Folgendes. Der Mensch, zuvor angeklagt wegen eines Verbrechens, sagen wir wegen Mord, sitzt in Haft. Jetzt verfügt der Präsident, dass dieser Mensch begnadigt wird. Der Mord oder die Schuld, die Straftat, die er begangen hat, sie bleibt bestehen. Der Tote, der jetzt seinetwegen unter der Erde liegt, der steht ja nicht auf. Das heißt, die Konsequenz, die Folge seiner Tat, die bleibt bestehen. Er wird nur von seinen persönlichen Konsequenzen, ja, von denen wird er befreit. Das heißt, er wird aus der Haft entlassen. In seinem Strafregister steht weiterhin, wessen er verurteilt worden ist. Aber er persönlich, von seiner persönlichen Konsequenz, wir reden jetzt nur von der Konsequenz, dass er von der Haft entlassen wurde. Ob er jetzt jemals wieder einen Job kriegen, das ist eine andere Sache. Das heißt, das ist Begnadigung. Aber Rechtfertigung, das ist was ganz anderes. Wenn Gott gerecht spricht, dann ist das so, als wäre die Schuld nie passiert. Als wäre sie nie geschehen. Rechtfertigung heißt nicht, dass der Mensch jetzt dadurch ein besserer Mensch würde. Nein, Rechtfertigung heißt, dass ich in der Stellung, in der Position, vorher war meine Position, dass ich tot bin in Sünden, dass ich ein verdorbener Mensch war, dass ich ein Sünder war, der das Gericht Gottes mehr als verdient hat. Jetzt wechselt diese Position dahingehend, dass ich vor Gott dastehe, als wäre ich vollkommen, als wäre ich absolut gerecht und heilig, so wie er. Mein praktischer Zustand ist leider immer noch der, dass ich sündigen werde, auf jeden Fall. Das sagt die Bibel auch. Aber wenn Gott mich reinwäscht, dann bin ich völlig rein.